Hallo zusammen, ich ist wieder Chilla und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht's mal wieder um ein paar Szenario-Kisten aus Mists of Pandaria und dazu war ich schon fleißig und habe wieder ein paar besorgt. Falls ihr nicht wisst, was das für Kisten sind, im ersten Teil habe ich das ein bisschen ausführlich erklärt, habe auch die Szenarios gezeigt, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich will nämlich hier ein bisschen Teamwork rauskriegen und ja, ich zeige euch mal, wie es aktuell aussieht. Im Moment bin ich bei den blauen Kisten bei 26,66% und bei den epischen bei 52,67%. Insgesamt sind wir bei 35%. Es sind noch einige Items, die ich brauche und ich würde sagen, wir starten einmal durch. Also, erste Schatzkiste. Ah, da geht es doch schon mal gut los. Ein Ketten-Item in blaues, das kann ich schon mal brauchen. Dann Nummer 2, da war jetzt leider nichts drin. Und Nummer 3... Das haben wir leider auch nicht gebraucht, aber zumindest ein Item. Ist schon mal ein ganz guter Start, würde ich sagen. So, der zweite Char ist dann ein Evoker. Mal gucken, noch ein bisschen Kettengear. Mal schauen und... leider nix. Auch nicht. Und Kiste Nummer 3, ein Rücken. Aber den kann ich tatsächlich auch brauchen mit Int. Wunderbar, wieder ein Item mehr. Gut, als nächstes haben wir dann einen DK. Mal schauen, wie es da aussieht. Eher schlecht anscheinend. Ach komm, ich brauche mehr aus den blauen Kisten. Das gibt's doch gar nicht. Wieder nix. Den hatte ich schon. Schade aber auch. Dann haben wir noch einen Hunter. Und? Das hatte ich auch schon. Gold. Und was haben wir hier Schönes drin? Den Ring. Naja. Als nächstes haben wir dann noch einen Priester. Jetzt hoffen wir mal. Komm, gib mir Loot. Aha, da ist es doch. Also einen Stoffkopf haben wir gekriegt. Wunderbar. Einen Ring, gut, der bringt mir nichts. Und einen Hals, der bringt mir auch nichts. So, Rudela, als nächstes haben wir noch einen Schurken. Heißt wieder ein bisschen Ledergier. Oder zumindest hoffen wir das mal. Also die erste Kiste ist eine Hose, die ich schon hatte. Dann haben wir einmal nix und einmal Schultern, die hatte ich anscheinend auch schon. RIP. Dann haben wir noch einen Magier und dann schauen wir mal rein. Also Kiste Nummer 1. Ah, Handgelenke, die kann ich brauchen. Stoff. Nummer 2. Füße, die können wir auch gebrauchen. Komm, jetzt 3 von 3. Hier nochmal eins. Ah, das war jetzt mal nice. 3 von 3 Items. Wunderbar, so kann es weitergehen, ich sag's euch. Gut, und dann haben wir nochmal einen Druid. Naja, Leder ist immer so eine Sache, da habe ich schon das meiste. So, gucken wir mal. Ja, das Item hatten wir schon. Dann hier haben wir nichts drin und... Ah, das habe ich noch gebraucht. Wunderbar. Sudela, als nächstes haben wir noch einen Worry. Mal gucken, wie es da aussieht. Kiste Nummer 1. Ein Hals. Schlecht. Da haben wir nichts drin. Und hier... Ah, eine Waffe. Sehr schön. Stangenwaffe. So, und zu guter Letzt haben wir noch einen Monk am Start. Und ja, jetzt gucken wir mal, was wir da noch drin haben. Vielleicht noch das ein oder andere Lederteil. Ah, wunderbar. Ein Gürtel. Da haben wir nochmal Schultern. Und was haben wir hier noch Schönes drin? Auch ein Gürtel, aber den hatte ich schon. Aber zwei Teile ist doch schon mal nicht schlecht. So, jetzt gucken wir noch den Endstand an. Wir haben jetzt hier 29%, hier 56% und insgesamt 38%. 208 Items sind es noch, also es ist leider noch ein weiter Weg zu gehen. Aber gut, das war's mit einem kleinen Opening. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.